Liebe Podcast-Freunde, herzlich willkommen aus dem Europapark in Rust. Bei der ersten Sendung, immer wieder sonntags, waren musikalische Gäste, die Trenkwalder und den, sag ich mal, den Namensgeber Hubert Trenkwalder. Ihn habe ich jetzt im Interview. Hallo Hupsi, grüße dich. Servus Frank, danke für die Einladung. Kein Problem. Die Trenkwalder gibt es ja auch schon eine ewige Zeit lang. Ich erinnere mich nur an die legendären Kaunertaler Gletscherfeste, genau, die wir gemacht haben. Ja. Lange Zeit, aber mittlerweile hat sich die Band ein bisschen umformiert. Ja. Wie ist denn der Stand momentan? Also der Stand ist schon jetzt schon seit 5-6 Jahren dasselbe. Wir haben uns ein bisschen verkleinert. Mhm. Die Kaunertaler Gletscherfestzeit, da waren wir nur 6 bis zu 7 Leute, 3 Ziehharmonikas gleichzeitig. Mhm. Das war so ein bisschen auch die Testphase, in was sich das musikalisch entwickelt, in was für Richtung. Und jetzt haben wir uns gefunden, eigentlich seit 6 Jahren. Nur Schlagzeug, Bass, Gitarre, Ziehharmonika, Gesang und natürlich auf der Bühne live mal ein Alphorn oder Kontrabass. Aber grundsätzlich ist das die Band, also kein Klamauk, sondern pure Musik. Das ist das, wofür Trenkwalder stehen. Sehr schön. Und entstanden sind die Trenkwalder, glaube ich, durch eine Fernsehsendung in Österreich. Mimmering heißt die, ja, eine Heimat sogar. Ja. Was war denn das, der Bergdoktor? Genau, ja. Der Bergdoktor war im Prinzip der Grund dafür, dass wir uns umbenannt haben. Mhm. Also Wildermirming heißt der Ort, aus dem ich komme, ein ganz ein kleines, man würde sagen Kaff, aber das klingt ja ein bisschen negativ, also ganz ein idyllisches Örtchen. In Tirol? Ist, ja, in der Nähe von, also am Mirminger Plateau, in der Nähe von Innsbruck. Mhm. Und da ist der Bergdoktor gedreht worden, also die erste Phase mit Gerhard Lippert als Bergdoktor und dann mit Harald Krasnitzer. Über 7-8 Jahre und das war eine grandiose Zeit und wir haben da gerade als Alpelburen musiziert, im Trio, nur so von Dorffest zu Dorffest und die haben uns dann gesehen und haben gesagt, ob wir nicht Lust hätten, beim 5-jährigen Jubiläum vom Bergdoktor zu spielen und vielleicht sogar ein Lied dafür zu schreiben und das war 1994 und das war so unser erster kleiner Durchbruch und dann haben uns Marianne und Michael zum ersten Mal als die Trenkwalder mit auf Deutschland-Tournee genommen. Mhm. Und dann gibt es euch jetzt eigentlich, wie lange schon, wenn wir zurückgehen, 15 also, Jahre, 20 Jahre bald? Die Trenkwalder gibt es jetzt seit 17 Jahren, kannst du sagen, praktisch. Und Musik machen tue ich seit meinem 17. Lebensjahr. Nachdem ich dieses Jahr 40 wäre, kannst du da sicher sein. 23 Jahre, also bald einmal 25-jähriges Wahnsinn. Bühnenjubiläum. Ja. Ja. Aber Musik alleine ist ja jetzt nicht nur alles. Mittlerweile bist du auch als Moderator tätig beim Privatsender Gute Laune TV, genau, den wir auch immer bei uns im Promi-Geflüster schön mitverfolgen. Ja. Wie kam es da dazu? Die haben uns gesehen live auf einer Bühne und zwar war das bei dieser legendären Weißwurst-Party im Rahmen vom Hahnenkrampfest, dieses große Skirennen in Kitzbühel. Da haben wir live gespielt und der Chef von Gute Laune TV, der Marco Tomazin, hat mich auf der Bühne moderieren gesehen und hat sich gedacht, das wäre vielleicht um das Volksmusik-Eck von Gute Laune TV, ist ja Schlagerfernsehen, abzudecken, wäre ich da vielleicht der Richtige und da habe ich vor 4 Jahren begonnen und das mache ich heute noch und es macht einen riesen Spaß. Wahnsinn, Wahnsinn. Wie heißt deine Sendung und wann ist sie zu sehen? Die ist jeden Tag um 17 Uhr zu sehen, also es ist eine tägliche Sendung, die heißt Hupsis Welt, also meine kleine Volksmusikwelt. Da erzähle ich ein bisschen was von den Promis, von neuen Geschichten, von Dingen, die ich so wie heute bei Immer wieder sonntags erlebe mit Freunden und Freundinnen aus dem Volksmusikbereich und wir präsentieren natürlich dann auch sehr, sehr viel Musik. Und einmal im Monat gibt es eine Show, die heißt Hupsis Welt auf Reisen und da kann ich den Leuten meistens die Schönheiten von Tirol zeigen, fahre mit dem Auto oder mit dem Fahrrad von Dorf zu Dorf und stelle den Leuten so ein bisschen was vor, das kommt auch sehr gut an. Und das dritte ist das Musikcafé, das ich moderiere. Das ist so, alle 3 Monate stellen wir da Neuheiten vor, von Julia Neigel bis zu, also natürlich auch bis zu Patrick Lindner. Mhm. Was für Geschichten nimmst du heute mit? Was ich heute mal auf jeden Fall mitnehme ist, und das kann ich euch sagen, dass die Stefanie Hertel so gut aussieht wie nie zuvor. So ein hübsches Mädel und ein tolles weißes Kleid hat sie angehabt. Bei dieser Gelegenheit möchte ich dazu sagen, wenn wir schon bei Promi-Geflüster sind, es ist augenscheinlich, dass die Volksmusik mehr und mehr sexy wird. Weil wenn du dir heute die Anita und die Alexandra angesehen hast, die Simone angesehen hast und die Stefanie Hertel angesehen hast, da musst du als halbwegs junger Mensch sagen, so schön war der deutsche Schlager noch nie. Da stimme ich voll und ganz zu, liebe Podcast-Freunde. Und man muss sagen, klar, aus Kindern werden Leute, wenn man die noch 10, 15 Jahre zurückdenkt, wie sie alle angefangen haben und was heute raus geworden ist. Ja, ich kann mich erinnern, unsere erste Begegnung mit den Geschwistern Hoffmann, das war beim so einem Wurzelstock-Festival, hat das geheißen, in Hatting. Das war so Woodstock nachempfundener Volksmusik. Und da war die Anita, glaube ich, 12 und die Alexandra 14. Und da haben sie mit dem Alphorn geblasen und Xylophon und Zeug auf der Bühne. Wir haben das nie davor gehört. Die
Mädels. Und heute sind da, wie gesagt, erwachsene, wunderschöne Frauen draus geworden. Und was mir besonders gut gefällt, ist natürlich, den Markus hier zu sehen. Mhm. Ihr habt das erste Mal die Möglichkeit heute gehabt, jetzt den Markus Wohlfahrt zu sehen. Kriegen wir sogar hier in dem schönen neuen VIP-Bereich von Das Neue noch einen Sekt serviert. Ja, sehr gerne. Und ich denke mal, da können wir getrost auf die Sendung heute anstoßen. Auf die Sendung immer wieder sonntags. Und natürlich auch auf unsere Plattformen. Zum Wohl. Auf zum euch. Wohl. Ich wünsche euch alles Gute mit eurem Promi-Geflüster. Und ich auf Gute Laune TV. Ne? Liebe Podcast-Freunde, ich sag mal schon wieder, das war's für heute. Da bedanke mich bei Hupsi. Gern geschehen. Und alles Gute bis zur nächsten Ausgabe. Nächste Euer Frank Stiller und Hupsi Trenkwalder. Tschüssi. Ciao.